Jo, Leute, herzlich willkommen zu meiner kleinen Kopfgeldjäger-Show, Kopfgeldjäger der Herzen. Und ja, wie gesagt, hat sich nichts getan im Wilden Westen. Wir haben extra gewartet auf die neue Folge, sind also zwischendurch nicht heimlich wildern gegangen, also Kopfgeldjagen gegangen. Und ja, machen jetzt praktisch da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. So. Vor allem die Frage, wo treibt es uns jetzt hin? Ne? Verstärktes Lasso sollten wir schon mal ausrüsten. Ich habe auch vergessen, was die täglichen Herausforderungen beinhaltet beim Kopfgeldjäger. Das alles werden wir in Kürze wissen. In hoffentlich ein paar Minuten. Hallo Oma. Uroma. Ja, kommt hin. Ich habe das Gefühl, früher sahen die alle so aus, so irgendwie so ein bisschen anders, ne? Also gerade die Damen, die sahen irgendwie alle so aus wie meine Oma. Mit Make-up hatten sie es vielleicht auch nicht so. So, gucken wir mal. Ja, hallo Krips, ich sehe nichts. Da ist Paisy, will natürlich ihre Streicheleinheit. Oder seine. Ich vergesse das ja immer, Alter. Info anzeigen. Ich guck mal. Ja, steht halt nicht, ob Männchen oder Weibchen. Paisy LT. Ja, halte ich ja fest, ne? So, aber da das ein Foxhound ist, wissen wir auch schon. Schlaubergermäßig. So, also, er hat ja auch schon die passende Kluft an, ne? Die Kopfgeldjägerkluft, als wüsste er, dass es losgeht, unser Lazy Fingers. So, wir gucken, da hinten ist der Schnellreiseposten. Ja, und ich würde sagen, es geht dahin, wo es gut und billig ist, ne? So, Tumbleweed, 11 Euro, nichts da. 11 Dollar. Emerald Station. Jo, komm, Alter, mitgenommen. Wer weiß, wo es uns dahin verschlägt, aber eben schön billig gewesen. So. Und wir wissen ja immer noch nicht, was wir. Genau, gucken wir mal. Tägliche Herausforderungen. Kopfgeldjäger. Gesuchte Zielperson mit Bolas zu Fall gebracht. Da sind wir schon mal raus. Ne? Also uns bleibt das verstärkte Lasso. Das ist das, das haben wir ja schon ausgerüstet. Wunderbar. Also auf zur Steckbrieftafel, meine Freunde. Ich habe gerade so im Kopf weitergedacht, sofern da eine vorhanden ist, das wäre ja noch der Clou. Aber meines Erachtens nach ist meistens, außer diese entlegenen Außenposten, hast du meistens eigentlich eine Steckbrieftafel da, wo du mit der Schnellreise landest. So, lesen. Der Bo Warwick, der Sidney Metcalf und der Andrew J. Lee. Was hat der Sidney ausgefressen? Ja, schlechte Perücke gewählt und allen einen Schrecken eingejagt. Jetzt haben wir den schon. Sidney, du bist unserer. Hey, das ist eine Doppelmission. Das kann ja nur wieder im Chaos enden. So. Aber wir wissen, auch Miss Marble kann so schnell nichts erschüttern. So, wo sind wir denn? Da oben. Und wie bewegt er sich? Ja, wir müssten also quasi erstmal hier wie die Blöden hinreiten. Ne? Kann das sein? Ja. Sehen wir richtig. Beziehungsweise je nach Sachlage dann auch noch haben wir ja auch keinen Timer laufen. Scheint eine faire Angelegenheit zu sein. Und ja, was wir auch gelernt haben, wir sollten vielleicht mal auf Munitionswagen achten. Und wie viele Leute in einem vermeintlichen Frachtwagen sitzen. Also so viel zur letzten Folge. So ist das wohl. So. Nur noch ein paar Meter reiten, dann aktualisieren wir mal unsere Map. Oder können wir das im Reiten machen? Da wäre natürlich Bombe, nee. So Multitasking sind wir nicht.
So, was hat sich hier geändert? Da oben. Ah ja, okay. Alter, der will Fort Wallace. Gucken, ob die da bleiben. Ja, dann würde ich mal sagen. Vielleicht machen die da ja auch nur einen Zwischenstopp. Wir werden es sehen. Aber Fort Wallace heißt ja praktisch, ja, wir müssen das Ding von außen stürmen. Und dabei, wie die Schießhunde aufpasse, das war jetzt hier nicht. Obwohl gut, gesucht, tot oder lebendig. Wir werden sehen. Hauptsache, kommt eine einigermaßen knackige Folge bei rum und wir stellen uns jetzt mal nicht allzu super doof an. Also. Kannst du noch, Miss Marvel? Wir haben von Rockstar übrigens ein neues Pferd auch geschenkt bekommen. Das ist jetzt natürlich nicht so kräftig und stark wie Miss Marvel. Den Onkel Louis, mit dem waren wir gestern mal auf Sammlertour unterwegs. Den würde ich sowas aber jetzt hier nicht zumuten. Der hat noch Welpenschutz, sag ich mal. Miss Marvel ist das ja gewöhnt. Und sie weiß ja, dass wir auf sie gut Acht geben. So, die Wölfe sollten uns jetzt auch mal am Arsch lecken. Auch wenn wir da mit dem Crips vielleicht wiederum in die Fallen tun. So, was haben wir jetzt hier? Oh ne, noch mehr Wölfe. Und noch mehr Wölfe. Verpisselt euch, Leute. Bin heute Peter-mäßig unterwegs. Also in-game. Normal bin ich das ja sowieso. So, und vielleicht sollten wir uns auch mal, ja, wenn da hinten mal die Wolfsverfolgung nachlässt, sollten wir vielleicht auch mal gucken, wie weit voran sind. Ja, und noch mehr Wölfe. Heute ist Tag des Wolfes oder was, Leute? Ja gut, da hilft ja dann nichts, ne? So. Nein! So, da nieder. Was ist mit dem? So, der ist auch. Und du hast es auch noch nicht hinter dir. Aber jetzt, oh. Paff. Und er hat noch nicht. Wer will noch mal? Gut, liebe Kinder, bitte weggucken. Don't try this at home. Wir machen es ja auch nicht gerne, ne? Es nervt immer wieder ab. Man ist immer so, Mann, ey, ich will hier nicht jagen, aber ja. Wenn es dann kurz vorm Bonus steht für die Dailies, ne, ist natürlich, schießt man dann auch schon mal Vögel aus der Luft, ne? Einfach nur, um die Daily voll zu kriegen. So viel zum. Natürlich immer gut, du kannst natürlich kein Wildwestspiel machen und die essen alle nur Kräuter und Pflanzen, ne? Geht halt nicht. Da müsste man mal so ein Öko-War-Dingens machen. Da wäre ich natürlich direkt dabei. Vielleicht auch möglichst peaceful mit Schleichmissionen und also warum das noch keiner gemacht hat, wundert mich eigentlich. Wird wahrscheinlich laufen. Und man wäre aus dieser Gewissenskonflikt-Zwickmühle heraus. Weil wie gesagt, solange ich da zocke, ich liebe das Spiel, aber daran werde ich mich hier nie gewöhnen. Andererseits freut man sich dann doch übers Fell oder über die Klamotten, ne? Also, ist so. So. Und Spiel ist Spiel, ne? Man merkt an diesen Tätigkeiten jedenfalls, dass das damals wohl mitnichten ein Zuckerschlecken war, ne? Sich zu ernähren, zu überleben. So. Die Frage ist, ne? Eigentlich könnten wir uns ja hier direkt die Miss Marble wegschicken und uns hier mit dem Rolling Block erstmal auf die Lauer legen. Das wäre ja vielleicht, oder dieses richtig krasse Gewehr. Gucken wir mal. Was haben wir denn alles? Repetier, Varmint, Rolling Block wäre eine Möglichkeit. Die halbautomatische. Nee, ich würde fast sagen. Die Rolling Block. Ne? Da können wir direkt von weitem ein bisschen Welle machen.
Frage ist, ja. Ich denke mal, der Rest läuft jetzt hier über Try and Error. Haben wir denn hier überhaupt, wo sind die Gegners? Da ist, ah ja, da ist, da wäre einer zum Stress anzetteln. Gut, du bist es, Jung. Der bewegt sich schon wieder zu krass. Und nun hat das Gewehr natürlich. Und die Frage ist, flüchtet der Typ jetzt, ne? Noch ist er unterwegs. So. Na, lauf. So, jetzt ist er tot. Da oben, den müssen wir irgendwie erwischen. Also was der Lancaster, der hat eine gute Feuerrate, sagen wir mal so, ne? Wir sind aber immer noch nicht dran. Da wäre jetzt das Rolling Block wahrscheinlich cooler. Ist ja beinahe eine Kugelverschwendung hier, was wir hier machen. Haben wir noch von irgendwo anders Beschuss? Ja, von da hinten. Gut, Jungs. Ah, und immer wenn ich ziele, laufen sie. Aber so gut sind wir dann doch nicht. So, der ist, glaube ich, perdu. So, und wir haben den Timer laufen. Okay. Wir haben zumindest hier haben wir eine reelle Chance, ne? So, da kommt einer vorne. So, wo ist der Typ? Lass mal Karte kicken. Oder haben wir schon verkackt? Ich verstehe es gerade nicht. Ist egal. Mal weiter Beschuss hier. Da ist noch einer. Den haben wir getroffen. So, wie sieht es denn weiter aus? Ja, jetzt auf freies Feld laufen ist natürlich ein Ding für sich. Ah, da hinten geht einer Flitze machen. Aha, so, alles klar, wir wissen Bescheid. Jetzt aber mal Richtung, jetzt mal dahin, wo es schimmert, ne, würde ich sagen. Ja, aber mit voll Karacho, Leute. So, wo ist der Mann hin? Ah, da. So, geht es noch, Fräulein? Das sieht gut aus. Wir können schon mal Lasso nehmen. Da ist er. Pferde voll. Ach, hat der Pferd? Ja, er scheint auf jeden Fall schneller unterwegs zu sein. Ja, ist er. Vielleicht sollte man dem auch einen Betäubungspfeil reinjagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es hier in den Tunnel geht und dass der Tunnel arschdunkel ist. Alter, willst du mich verarschen? Wo ist er? Alter. Okay, jetzt. Wo ist er? Oh Mann, ey. Fucking shit hier. Ist er drin? Alter. Ich krieg hier die Pimpernellen mit dem Licht. Hallo. Was ist das für ein Scheiß? Ist es nervig oder ist es nervig? Licht am Ende des Tunnels. Wir hätten vielleicht auf dem Pferd bleiben sollen, ne? Das kann natürlich sein.
Nein! Oh, ich kotze hier über die Lichtverhältnisse ab, aber sowas von. Jetzt haben wir das Lasso nicht. Oh, super. Ja, geil. Naja, gute Nachricht ist. Ah! Abfuck hoch 10 hier, obwohl das ist erstmal. Das ist ein relativ. Wie soll ich sagen? Gibt schlimmeren Abfuck. So, da haben wir ihn schon. So, und ab dafür. Komm. Fesseln. Fesseln, Jungs. So, das reicht ja wohl, oder? Plündern. Fesseln, ja. Oh Mann, hoffentlich habe ich den jetzt nicht gekillt. Also. Ach, wir brauchen zwei. Ach, super. Klasse, ey. Weißt du was? Ablegen. Und plündern. Scheiße, ich denke, wir brauchen einen zweiten. Leider. Das war der Tritt zu viel, unfreiwillig. Naja, vielleicht geht er uns ja nochmal stiften. Ne? So, ich hoffe, Miss Marvel findet uns hier. So super viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr, ne? Das ist, ja. Alter, wie im Scheiße ist das denn jetzt hier? Das ist ja wieder typisch unser Spielegeschick, ne? Alter! Stepp, stepp, Alter. Und der kriegt natürlich jetzt hier immer weniger Ausdauer. Naja, komm, immerhin haben wir die Herausforderung gezählt. Und wenn es jetzt hier dran scheitert, wir hätten echt beim Pferd bleiben sollen. Aber, fick. Ich versuche ja mit den Kraftausdrücken ein bisschen mehr zu haushalten. Aber, in so eine Situationen, Leute, da ist ja mal wieder. Das ist ja, also, ich sag mal, meine Folgen sind ein Füllhorn von Sachen, die schief gehen können. Die sonst wahrscheinlich niemanden passiert, ne? Das heißt zum Beispiel Schwarzbrenner-Mission, irgendwie kurz vorm Ziel am letzten Baum oder Laterne noch hängen bleiben und. Alter, ich glaube, es hakt, ne? Also normal würde ich jetzt, wenn ich in der Pampa wäre, reloggen, ne? Einfach und, also die Zeit läuft uns massiv weg. Wie sieht das hier aus auf der Map? Ja, guck dir das an, Alter, nach Arsch Nimmerlein hier eine. Also, ich würde das Ding mal als verkackt ansehen. Alter. Also, das sieht schlecht aus. Ich habe ja immer Hoffnung noch. Ja, das sieht, ja. Okay, vielleicht noch nicht direkt die Flinte ins Korn werfen. Alles klar. So. Ja, in dem Falle wäre das ja auch hier, Flinte ins Korn ist ja quasi, das Stichwort, ne? Hoffentlich, bitte, bitte, wir hätten es verdient, ne? Sag ich mal so. Kopfgeldjäger der Herzen sozusagen. Allerdings sollten wir auch ein bisschen beim Reiten dann aufpassen, dass wir hier nicht kollidieren. So, hier sind wir richtig. Komm. Hetz, hetz. Kuppe und Kurve, alles klar, den haben wir gut im Shift. Glück gehabt. Bitte. Hm.
Mann, ist das arschknapp hier. Aber sowas von. Ich jetzt bitte hier irgendwie eine Erleichterung, dass wir hier einen richtigen Pfad finden. Komm, Miss Marble. Ach, das sieht scheiße aus. Das sieht richtig scheiße für uns. Ah, Mann. Nein. Menno. Ach, Abfuck. Naja, gut, so kriegen wir halt. Wir müssten ja eh einen zweiten haben. Dann lass mal gucken. Gott sei Dank ist Miss Marvel heil geblieben. Ne? Das, was da nicht übertrieben haben. Aber die Enttäuschung ist natürlich. Guck mal, wir waren kurz davor. Und einzig, dass das Pferd uns jetzt nicht finden konnte, ne? Da mache ich Miss Marvel jetzt keinen Vorwurf, aber. Schon frustrierend, dass so eine Tatsache halt, gut, was wir jetzt draus gelernt haben, ist vielleicht das Pferd immer direkt mitpfeifen, mitnehmen. Ja, die Tunnelverfolgung, Lichtverhältnisse, Alter, es war gut, einfach Schwamm drüber, ab zum nächsten. Pest oder Cholera, Alter. Komm, wir nehmen die leichteste Mission. Die sich aber auch schon so manches Mal als die schwerste herausgestellt hat, ne? Hannis Betel, da waren wir doch schon mal, da mussten wir doch schon mal hin. So. Ja, ich wusste schon, warum ich mich ein bisschen schwer getan habe. Ich hatte irgendwie, also wie soll ich sagen, in Red Dead Redemption stand mir einfach mehr der Sinn. Da kommt sie. Komm, Mädchen, muss ich dich immer so locken, rufen. So, komm. So, Madame, ab jeder. Peter. Also, um drauf zurückzukommen, ich hatte überhaupt gar nicht so einen Bock auf Action die Woche. Hab lieber gesammelt und haben wir hier... Das war eine Plus. Ne, das ist das andere. Komm, lassen wir mal das Ding aus. Obwohl, dann haben sie, ich meine, mit dem weißen Bandana, das ist ja, da fehlt ja nur noch die Einladung zum Kopfschuss, ne? So ungefähr. Pass mal auf, dann machen wir hier Bounty 2, das ist er. Dann schon ist der Hut wieder auf und die Klamotten gestärkt, sozusagen. Gebügelt und gestärkt. Und heiß gemangelt. Naja, Leder kannst du auch nicht so einfach in eine Waschmaschine schmeißen. So, Miss Marbelchen, du kriegst hier noch ein Möhrchen oder ein Äpfelchen, was wir gerade zur Hand haben. Hauptsache nichts Halluzinogenes, ne? Weil Zickzack reiten wäre ja auch nicht so prickelnd. Gerade wenn man jetzt hier Kopfgeldjagd macht, ne? So. Reicht schon, dass die Harriet immer bei unseren Naturkundler-Sachen schon mal da mit der Parfümflasche kommt. Wenn auch zu Recht, ne? Weil, wie gesagt, der Beifang, den wir so verursachen als sogenannte Tierschützer, der ist schon beachtlich, ne? Für einen Vegetarier und Anti-Jäger, ne? So. Naja, gut, also das Spiel ist, ich meine, ist ja auch eine Komponente des Spiels und ich amüsiere mich ja über meinen eigenen Zwiespalt und Gewissenskonflikt. Also ich habe ja keine schlaflosen Nächte deswegen, weil es ja nun mal ein Spiel ist, ne? So. Aber ist schon lustig, wie korrupt man im Spiel werden kann, so entgegen seiner Überzeugung. Ach ja, wenn die einen halben Goldbarren mehr, so, weißt du, gehst du schon mal Kompromisse ein, ne? Anders als im richtigen Leben, wo du aber auch den einen oder anderen, durchaus den einen oder anderen Kompromiss eingehst, ne?
schon mal einen Job mehr annimmst, obwohl du dich müde fühlst, ne, des lieben Geldes wegen oder weil die Rechnung da auf dem Tisch liegt und so eine Sachen halt, ne. Wäre ja auch blöd, wenn ein Spiel einen Kompromisslosigkeit teachen würde. Das wäre ja irgendwie schade. Ja, an der Stelle nochmal Props an die Mehrzahl der Online-Zocker hier. Also ich erlebe die halt durchweg, mit von Ausnahmen abgesehen, als positiv und freundlich. Arschlöcher hast du ja immer. So, ich wiederhole mich. So, Hannis Betel. Willkommen, Hannis Betel, willkommen. So, und ich denke dann auch mal, so eine doppelte Pärchenanzahl hat bestimmt auch die doppelten Bewacher, ne? Ja, und wie machen wir das, ne? Den einen Dote, den anderen lieber. Also, erstmal keine Gedanken machen. Haben wir ja bei der letzten Sache gesehen. So, da ist ja schon ein adäquater Stein. Bleiben wir doch erstmal bei dem einen. Na? Der ist weg. Boah, das ist aber schon. Und wir müssen ja immer direkt gucken, wer türmt, wie, was, wann. Okay. Eine Zielperson ist schon tot. So. Wie haben wir die andere? Wo ist die andere? Wie kriegst du die da jetzt rausgepickt? Ne? Wer ist Freund, wer ist Feind? Warte mal. Map. Erstmal schön gucken. Ja, die andere steht natürlich auch da im Weg, ne? So, jetzt geht die eine flitzen. Komm, ich sollte mich mal meiner Haut erwehren. Ich hoffe, die geht echt flitzen, die eine, weil dann können wir nämlich hier noch... So. Wenn es das Männlein, also wenn es jetzt die, wenn es die Frau jetzt am Türmen ist, dann können wir die ja eigentlich raus, ja, komm. So, jetzt wird es Zeit. Ja, weg, weg da. So, und wir sollten mal auf die Map gucken. Wo flüchtet sie? Ja, genau am Krisenherd. Ne? Das ist jetzt scheiße. Die soll mal weiter flitzen. Nein! Nein! So, der ist weg. So. Wir müssen jetzt... Oh Mann, ey, Digi. Hoffentlich ist die jetzt nicht auch noch gestorben. Wo ist die? Ah, okay. So, wir müssen da hin. Prima. So, dann mal auf zur wilden Jagd. Am besten hier rum, ne? Würde ich sagen. So. Da geht's noch lang. Wo ist sie denn? Wir sollten noch mal das Lasso... Da ist sie. Also das scheint der Wegpunkt. Ah! Gut, hier ist sie runter. Nein, wir brauchen das Lasso. Da ist er. Der ist zu Fuß unterwegs. Das heißt, mal abbremsen. Hier rum. Alter, und? So. Absteigen. So. Okay. Nein! Ich glaube, wir müssen festhalten.
Haben wir überhaupt das verstärkte Lasso? Ja, haben wir. Wunderbar. So, und jetzt müssten wir ja eigentlich einen Gefängniswagen haben, ne? Der Rest ist mir eigentlich aber auch schon egal. So, ab, verstauen, ne? Tut mir ja fast leid um die Dame. So, auf jeden Fall haben wir die tägliche Mission schon mal im Sack. Auch wenn da jetzt eminent was schief geht bei der Abgabe. Okay, wir versuchen es mal hier querfeldein. So, und hier über die Zuchtlinie. Was geht hier? Hallo? Darf ruhig etwas schneller sein, falls die Dame sich losreißt. Aber ich muss wirklich sagen, wir waren... die hat sich brav fangen lassen, ne? Und so. Eine rein. So, und wir holen uns natürlich... Wo liegt der Body? Ist er das? Ja, ist er. Bisschen beeilen sollten wir uns schon. Positiv ist ja, was, der ist ja schon tot, ne? Also wir müssen uns da jetzt nicht, wir müssen den da jetzt nicht raus. Na, Entschuldigung. Sorry, Miss Marble. Ey, das sieht gut aus für uns, ne? Jetzt, okay, ist halt schade, dass der, dass man da halt eine Wahl treffen muss, wenn man nicht zu zweit unterwegs ist, weil ich glaube, beide lebend, naja gut, im Zweifelsfalle entkommt halt einer, aber Frage ist, ob dann nicht die ganze Mission gescheitert wäre, ne? So ist halt traurig und verwerflich und die arme Frau kommt nicht nur ins Gefängnis, sondern sie hat auch ihren Partner verloren. Aber spieltechnisch halt die praktikabelste Lösung, ne? Wage ich fast zu behaupten. Da schwingt natürlich auch eine gewisse Erleichterung mit, dass hier alles so weit geklappt hat. Mit einer Restzeit von 5 Minuten, ohne dass wir hier Eier schaukeln mussten. Wunderbar, Leute. Ich würde mal sagen, das sieht nach einem vorzüglichen Abschluss aus. Super. So, was kriegen wir? 0, ja, ein Viertel Batzen, ja, geht doch eigentlich. Ja, Leute, und mit diesem schönen, regenmäßigen Sonnenuntergang, ja, verabschieden wir uns, ne? Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ne? Macht's gut. Tschüssi.